Stärker, mein Junge, stärker! Ich schrubbe so stark ich kann, aber es geht nicht weg. Mach Seife drauf, komm schon, geh ran, geh ran! Frevler seid ihr, Frevler! Ihr seid nicht mehr wert als die Dimmi! Gottes eigenstes Wort wollt ihr wegwischen! Was geht hier vor? Das Wort Glaube ist heute Morgen auf der Mauer der Medrese erschienen. Kurz nach Sonnenaufgang. Der Imam will, dass man es wegwischt. Doch der Kleine kann reiben, wie er will. Das Wort geht nicht weg. Yusuf glaubt, dass es sich um ein Wunder handelt. Doch ich glaube, dass es ein Rang des Verrückten ist, der aus dem Gefängnis ausbrach. Warum schrubbt der Junge auf dieser Mauer herum? Der Imam hat es ihm befohlen. Das Wort Glaube wurde mit einer Zaubertinte auf die Mauer geschrieben. Der Kleine schrubbt und schrubbt, doch das Wort ist immer noch da. Vielleicht ist es ein Zeichen von Allahs Allmacht. Entschuldigt, ich suche den Scheich der Medrese. Das bin ich. Ich bin der Imam Abd al-Wahid. Was willst du, Fremder? Was soll dieser junge Bursche tun? Das Wort Glaube erschien heute Morgen auf dieser Mauer. Und anscheinend kann man es nicht wegwischen. Wenn wir es nicht wegbekommen, dann wird sich in Windeseile das Gerücht verbreiten, dass es sich um ein Wunder handelt. In letzter Zeit ist schon genügend passiert und ich glaube nicht, dass jetzt der Moment ist, unsere Mitbürger noch mehr zu beunruhigen. Wisst ihr, dass dasselbe Wort an zwei anderen Orten der Stadt erschienen ist? Ich glaube nicht, dass dies Ausdruck von mehr als menschlichem Willen ist. Erlaubt mir, dass auch ich versuche, das Wort wegzuwischen. Wenn es dir gelingt, wäre ich dir überaus dankbar, junger Mann. Was machst du da, Kleiner? Der Imam Abd al-Wahid will nicht, dass das Wort hier auf der Mauer stehen bleibt. Ich tue, was ich kann, aber ich bekomm's einfach nicht weg. Seht, mein Lappen ist voller Farbe. Und dennoch... Jerusalem ist für seine Seifensiedereien bekannt, Freund. Aber gib trotzdem etwas Wasser dazu, wenn du willst, dass es geht. Seht, wir haben es mit einem sehr begabten Erfinder zu tun, der eine Strategie hat. Das Sonnenlicht wird durch dieses System gezielt in eine Richtung gelenkt, damit es die Form des Wortes Glauben trifft, das zuvor auf die Linse gemalt wurde. Dadurch wird dessen Schatten auf die Mauer projiziert. Und deshalb konnte man es nicht wegwischen. Dem gesunden praktischen Menschenverstand sei gedankt, aber auch der Weisheit, Fremder. Ich bin der Imam Abd al-Wahid. Entschuldige meine Neugier, aber bist du nicht der Übersetzer, der in Begleitung unseres ehrwürdigen Chavush kam? Ich bin überrascht, dass ihr mich so schnell erkanntet. Jerusalem ist eine sehr kleine Stadt und alles, was mit dem Divan zu tun hat, füllt unsere Gespräche. Was führt dich zu unserer Koranschule? Die
Der Statthalter hat mich damit beauftragt, einen gefährlichen Mann wiederzufinden. Die ganze Stadt spricht davon. Allah, in seiner großen Gnade, stehe mir bei, auf dass ich dir bei deiner Suche helfen kann. Dieser Hayat hat mir nie gefallen. Kanntet ihr Hayat? Ja, sicher doch. Wie jeder gläubige Jude, Christ oder Muslim, der die zwei letzten Jahreszeiten in Jerusalem verbracht hat. Ich glaube, dass er uns alle früher oder später mal besucht hat. Was wollte er? Uns zu einer Religion bekehren, die Juden, Christen sowie die Anhänger des Propheten Mohammed vereinen würde. Er sagte, die Zeit sei gekommen, dass sich die Söhne Abrahams endlich als Brüder wiedererkennen. Dieser Mann hat an drei Orten der Stadt eine Botschaft hinterlassen. Einer dieser Orte ist die Medrese Tankizia. Warum könnte dieser Ort von Interesse für ihn sein? Unsere Medrese ist eine der bedeutendsten Koranschulen Jerusalems. Sie ist ein Ort des Studiums und des Willkommens. Viele Personen sind hier tätig. Ich weiß, dass ich als Dhimmi die Moscheen des Reichs nicht betreten darf. Aber darf ich eine Medrese betreten? Die Koranschulen sind keine Kultstätten, obwohl man hier das heilige Buch des Islam studiert. Folge mir.